Ja, hallo, hier ist Stefan-live.de, Stefan mit PH und live mit V. Heute bin ich in Mutlangen am 3. Dezember und da ist ein Schweigemarsch und dort ist jetzt mal aufnehmen und teilweise dann auch dokumentieren. So, Polizei begleitet auch den Schweigemarsch. Sehr schön, Behördenwillkür im Ostalbkreis. Dann Meinungsvielfalt statt Gesundheits. Ja, das ist jetzt ein bisschen Grundwahnsinn stoppen. Kritik nicht erwünscht, Herr Bläse. So. Ein kleiner Schweigemarsch, aber besser als nichts. Jetzt gehen wir mal wieder mit. So. Es wird hier viel fotografiert. Okay, wunderbar. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen mal vor, dass wir dann wieder ein bisschen was aufnehmen können. Polizei macht mit. Polizei geht voraus und hintendrein. Mutlangen kennt man ja aus der Geschichte. Mutlangen war früher in den 80er Jahre, 80er, 90er Jahre war damals die Pershing Promenade, was sagen die Pershing Raketen, wo damals stattgefunden hat. Die Demonstrationen mit den Pershing-Raketen. Und das war natürlich ja vom. Hier sind dann die ganzen Pershing-Raketen abgezogen worden in Mutlangen. Also daher ist Mutlangen auch geschichtsträchtig, dass hier doch auch mal die eine oder andere Demonstration in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und Mutlangen waren die Demonstrationen damals recht hoch. Zum Beispiel ein Schili und wie sie alle heißen von den Grünen. Die waren damals noch anders. Heute sind sie ein bisschen in so einem komischen Lager Richtung NWO-mäßig unterwegs. Was NWO-mäßig, neue Weltordnung, hat ja die Frau Merkel immer bestritten. Das wäre alles Schwupplerei. Stimmt alles nicht. Aber bei dem Weltkirchentag, ich glaube 2017, hatte sie zum Beispiel das auch ganz groß betont. Und auch in der Vergangenheit, schon seit circa 30 Jahren, gibt es gewisse Berichte bzw. Videos von Politikern, die wo damals schon vor 30 Jahren von der NWO gesprochen haben. Ja, also man sieht es, ja, es ist eigentlich eine Pandemie, die ganze Geschichte. Also so, soll man wieder ein bisschen Sport treiben. Als Lungengeschädigter. So, schönes Licht hier, wie es reflektiert in der Tür. So, jetzt gehen wir noch mal hier. Man kann es sehr gut lesen. Behördenwillkür im Ostalbkreis. Meinungsvielfalt statt Einheitsmeinung.
und Corona-Wahnsinn stoppen. Wunderbar. Und Kritik nicht erwünscht, Herr Bläse. So. Autos fahren langsam. Ich denke, die werden das auch lesen können, wenn sie hier vorbeifahren. Und sich Gedanken drüber machen. Eine Hupen, positiv Hubkonzern. Man merkt es, also ist jetzt kein bösartiges Hupen, sondern ein Hupen wie bei einer Hochzeit. Weil normalerweise wäre ja kein Hupen, wenn die Polizei dabei wäre, wäre das ja nicht der Fall, dass die Leute einfach so. Es ist eine Veranstaltung angemeldet, alles im grünen Bereich. So, jetzt geht's gleich rechts ab in die Einbahnstraße. So. Dann werde ich mal hier stehen. So. Wunderbare Bilder auch. Trotz dem, dass es schon dunkel ist. So. Jawohl. Also es sind mehr Leute hier als bei der Polizei, als im Schweigemarsch Leute, wo teilnehmen. Also, ich denke mal, das Doppelte an Polizei da, als was ja, Leute, die am Schweigemarsch teilnehmen. Man sieht es hier vorne, zwei Autos. Ich denke mal, ein oder zwei Leute drin sitzen. Gehen wir mal wieder weiter. So, und immer wieder zur Erinnerung, was so hier so läuft. Und es wird fleißig dokumentiert. Wunderschön. Sehr schön, drei Autos, drei Polizeiautos. Sehr schön. Gut. Jawohl. Ein Schweigemarsch durch Mutlangen, heute am 3. Dezember. Und sind natürlich auch Leute, die sind neugierig, was hier so abgeht. Die werden sich das dann auch mal hier so ein bisschen anschauen, dass die auch wissen, um was es geht. Genau, Wahnsinn stoppen. Das sind die gewissen Logenplätze. Was da Personen dabei haben, dabei sind, nicht haben, sind. So. Ja, wir laufen hier gerade entgegen der Einbahnstraße. Ist natürlich super gut. Auch, dass man die Transparente auch lesen kann, finde ich sehr, sehr positiv. So. Jetzt gibt es eine Verkehrsstockung. Wunderbar.
So. Jawohl. Wunderbar. Das sind natürlich Logenplätze. Hier wird hervorragend gearbeitet von der Polizei. Wird alles abgesperrt, sodass alles super funktioniert, super laufen kann. Wunderschön. Ein schöner Abendspaziergang. Wunderbar. Mutlangen wacht auf. Mutlangen ist wieder in der Geschichte. So wie damals, wo die Pershing-Raketen abgezogen worden sind. Von Deutschland, wo demonstriert worden ist. Und vielleicht setzt es auch wieder ein bisschen bei den Leuten das Hirn in Bewegung. Auch wenn es hier ein kleiner Schweigemarsch ist und überlegt, was ist gut für die Menschheit, was ist schlecht, und einfach mal drüber nachdenken. So, jetzt sollen wir wieder mal zurück, noch mal ein bisschen aufnehmen. Ja, Corona-Wahnsinn stoppen, das ist also richtig, richtig wichtig. Genau, und wieder der Herr Bläse. Genau. So, sind es 1, 2, 6, 8, 8 Demonstranten oder noch ein Ordner. Und sehen wir mal, wie viele Polizisten sind. 1, 2, 3 im Auto mindestens, weil die fahren ja. 3. Und dann sind es nochmal 4 Polizisten nur laufen. Also sind wir bei 3 und 4, sind wir wieder bei 8. Also man hat jeder ein Bodyguard dabei, weil man weiß auch nicht, was hier so läuft, weil bei der letzten Demo, letztes Wochenende hier in Aalen, bei Aalen, war natürlich sehr, sehr viel Antifa vertreten, und da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, weil ja, die sagen zwar, sie sind Antifaschisten, aber ich deute das ein bisschen anders, weil man tut ja da nicht mit Flaschen werfen oder Leute belästigen oder androhen, wie es mir jemand gemacht hat, wo er vorbeigelaufen ist und gesagt hat, wenn er ein Bild von mir, von ihm sieht im Internet drinne, wird er mich zu Hause aufsuchen. Und ja, wie gesagt, da kann man sich dann natürlich seine Gedanken dann auch machen. So, wunderbar. Ein wunderschöner Abendspaziergang. Es sind immer wieder Leute, die wohl entgegenkommen mit den Autos. Ist natürlich sichtmäßig hervorragend, dass die das lesen können. Ja. So, kleine Regieanweisung gegeben. In Anführungszeichen. Ja, schön. Transpont rennt ein bisschen, zieher. Darum zeugen, dass die das lesen. Ja, zieh so, dass du da lesen können. Ja, wohl. Schön straffe, genau, so dass die das lesen können, um was es hier geht. Genau. Nachher sagen die sich zum Beispiel, wegen was protestieren die Leute. Und ist ja ganz, ganz wichtig, dass die auch wissen,
um was es hier geht. So. Wunderbar. So. Ja, wunderbar. So. Genau. Ja. Genau, der Wahnsinn muss mal aufhören. Ha? Ja, ja. Ja. Wollt ihr was sagen? Ich filme sie nicht, bloß tonmäßig. Wollt ihr was sagen? Da sagen sie nichts, gell? Zu der ganzen Geschichte. Das ist so verrückt. Am liebsten hätte ich kotzen. Mehr nicht. Ja. Das wäre mein ganzer Kommentar, weil ich nicht wirklich habe. Genau, ja. Danke. Ja, genau. Jetzt Mann hier gerade gesagt, ja, am liebsten hätte er sich übergeben, was da alles mit der Corona-Geschichte abgeht. Alle haben halt Angst vor den Maßnahmen. Keiner traut sich was zu sagen, nur ein Bruchteil von der Bevölkerung. Und ist ein bisschen traurig. Aber ja, ich hoffe, dass Leute aufwachen. Weil nicht, dass es nachher zu spät ist. Und ja, offiziell ist eigentlich die Diktatur ja schon seit dem 18. Nicht letzten Monat, war der 18. glaube ich, verabschiedet worden mit dem Infektionsschutzgesetz. Und seitdem haben wir eigentlich keine Demokratie mehr hier in Deutschland, sondern wird wirklich eine Diktatur, weil die können beschließen und auch wie in einer Diktatur. Und es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass es so weit gekommen ist in Deutschland. Ja, es ist wirklich sehr, sehr traurig, die ganze Geschichte. So, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen schneller. Ja, man hört meine Atmung. Habe natürlich auch Atemprobleme und deswegen darf ich keine Maske tragen. Und wird dann auch immer wieder, wenn ich irgendwo bin, diskriminiert. So, halt, ja, was ist jetzt los? Oh je, oh je. So. Jetzt sind wir wieder da. Richtig schönes Wetter, angenehm. Es kommen sehr, sehr viele Leute Auto, immer am Auto entgegen. Ist dann richtig, richtig toll. So, dass wir auch was lesen können. Ja. Lasst mal unter die andere Hand mal los. Weil ihr droht das Ding jetzt mal hochziehen, die können jetzt nicht lesen. So ist gut. Die können jetzt nicht lesen, weißt du? So. Gut. Sollen wir nochmal ein bisschen hier mitfilmen? Es wird immer dunkler. Jawohl, stefan-live.de. Genau, mal wieder ein bisschen Reklame machen. Genau. Leute, abonniert mich fleißig. Das ist immer gut. Das ist sehr schön. Ha? Nee, leider nicht. Habe eine Arbeit in Live heißt, aber ich habe noch leider nicht genügend Abonnenten. Dann wäre es leichter. Ja, ja. Habe bis jetzt den Kopf noch nicht zugeht. Hab's zwar mal runtergeladen, alles. Hab's mal runtergeladen, aber noch nicht groß gefuhrwerkt damit. So, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt so langsam wieder am Ausgangsort angelangt sind. So. Ja, sieht so aus, genau.
Wunderbar. So, natürlich der Polizeieinsatz mit Blaulicht und so weiter hat natürlich ganz, ganz toll dazu beigetragen, dass wir auch besser beachtet werden. Finde ich natürlich reklametechnisch viel, viel besser, weil wenn da ohne Blaulicht der Schweigemarsch stattgefunden hätte, hätten natürlich nicht so viele Leute wären aufmerksam geworden und hätten zugeschaut. Also muss ich sagen, vielen Dank der Polizei und auch so, dass ihr uns beschützt habt, war hier voll in Ordnung. Also kein Vergleich mit der Berliner Polizei. Ja, aber das ist ein anderes Thema. So, wunderbar. So, gibt es einen zweiten Rundmarsch? Okay. Oder wie die Schafe den Wolf in der. Ja, jetzt weiß ich jetzt nicht, sind da nicht unsere Autos gestanden? Nee. Nee, das ist wieder woanders. Ah, jetzt, okay, ich hab gedacht, das wäre hier. Nee. Alles klar. Ja, jetzt habe ich schon gedacht, wir würden zweimal rumlaufen, aber ist doch, denke ich mal, einmal. Ja, ich glaube, hier Mutlangen, da war ich auch mal vor kurzem mal oder letztes Jahr mal drin. Da war auch hier eine Veranstaltung. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, um was da genau gegangen ist, auch über Psychologie etwas. Und ja, ist eigentlich die ganze Corona-Geschichte ist eigentlich auch mit der Psychologie, die Menschen Angst zu machen. Und ja, ich finde es nicht toll, was da läuft. Aber wenn man Leute Angst hat, Angst macht, da kann man die natürlich sehr stark manipulieren. Und das sieht man immer wieder, gerade in den Medien, Angst machen, Angst machen, Angst machen. Es sollen so viele Infizierte sind wieder. Es ist die Zahl der Infizierten über 1 Million, wie es vor kurzem in der Zeitung war. Und wenn man das aber jetzt mal genau recherchiert bzw. nachschaut, das müsst ihr euch so überlegen. Das ist, wenn man einmal im Monat Fieber misst und das dann kumuliert auf 40 Jahre oder sonst irgendwas, dann ist eine Kernschmelze praktisch fast vorhanden. Und obwohl ja die Temperatur trotzdem nur die 36,7 Grad oder wie viel sind, was der Mensch hat, 36,6. Und hier wird also ganz deutlich, wird hier Panik geschoben. Von gewissen Leuten, da sagt man Millionen, aber das stimmt alles gar nicht, das ist keine Million, sondern das sind aktuell bloß ein paar hundert, paar tausend oder wie auch immer. Und das ist alles Framing ist das und das ist also wirklich nicht so der Bringer. Aber wie gesagt, Regierung will Panik machen, NWO durchsetzen, neue Weltordnung und so weiter. So ein wunderschöner Marsch. Der geht hier, wie es aussieht, ein bisschen zickzack. Wenn ich das so richtig sehe, durch Mutlangen durch. Also auch auf, nicht nur auf der Hauptstraße, sondern auch auf Nebenstraßen. Wo zum Beispiel auch hier, man sieht es im Hintergrund, Mehrfamilienhäuser stehen, Blöcke, wo natürlich dann auch durch die Werbung mit Blaulicht von der Polizei natürlich auch gewisse Aufmerksamkeit gemacht wurde. Und ich denke, da wird der ein oder andere dadurch auch rauskommen und immer wieder mal
das beobachten und schauen. Finde ich richtig, richtig positiv. Ja, wunderbar. So. Also ist wie heutzutage bei einer Disco. Aber Disco haben wir ja leider nicht mehr. Ist alles verboten worden. Jo, jetzt laufen wir ein bisschen mal mit. Hinterdrein. Ja, hier, da sieht man auch natürlich im Hintergrund auch Schnee. Es sind um die 0 Grad draußen. Also ist nicht gerade warm. Und ich finde es ein tolles Engagement von Leuten, trotz der kalten Witterungsverhältnisse, dass dort was unternommen wird und versucht wird, die Leute ein bisschen aufzuklären. Ja, irgendwie wach zu rütteln durch den Schweigemarsch. Und ein bisschen Bewegung ist auch nicht schlecht, genau. Ja. Jawohl. So. Wunderbar. Richtig schön. Also von Gegendemonstranten oder Antifa oder sonst was ist hier aber nichts vertreten. Ja, ich denke mal, es ist auch nicht groß publiziert worden im Internet, in den Medien, hier der Schweigemarsch. Ist ja doch ein bisschen im kleineren Maße und immer wieder Leute sehen hier zu. Das ist natürlich dann Interesse, was da draußen losgeht. Also ich finde es richtig gut. Wunderbar. So, jetzt soll ich mal geschwind eine Laterne filmen. Vielleicht könnt ihr das hier ein bisschen mitbekommen, was hier drin steht. Zurück zur Demokratie. Jawohl, sehr schön. Ah, dahinter steht auch was drauf. Spaltung beenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und da kommt noch mal was. Jetzt ist es neu. Liebe, Freiheit, Liebe, Frieden, Freiheit. Und auf der anderen Seite Fakten, Wahrheit, Realität. Genau. Das brauchen wir. Ja, wir brauchen es nicht mehr. Wir wissen es genau. Ja, genau. Ja, die frohe Botschaft. Ja, vielleicht kommt da zur Weihnachtszeit ein Christkindl geflogen und tot uns. Ja, es ist ja so, wie ich das mitbekommen habe, es ist ja, glaube ich, irgendwas von der Zeit, vom Kosmos und so weiter. Habe da was mitbekommen, dass da gerade ein Umschwung ist. So wie damals Mayas, Inkas, Ägypter, das sind jedes Mal so gewisse Epochen gewesen, wo sich was geändert hat. Und es sieht so aus, dass es jetzt auch wieder stattfindet. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wo dann der Transhumanismus, was ein Herr Schwab, Klaus Schwab heißt er, glaube ich, der wo ganz groß die Fäden zieht hinter Bill Gates, der WHO und so weiter alles. Und ja, schauen wir mal, was dann das nächste Jahr auf uns zukommt. Ob die Sache endlich beendet wird. Yeah.
Wunderbar. Leute machen ihre Autos aus dann. Oder fast. Zum Sprit sparen oder energiemäßig. So. Jetzt ist irgendwas aus der Seite rausgekommen. Habe ich jetzt bloß nicht ganz akustisch aufnehmen können, um was da gegangen ist. Und Nachbar. Wunderschön. Wunderbar. Also ich finde, der Schwelgemarsch ist heute Abend einen kleinen schnuckeligen Kreise, aber ich muss sagen, es wird viel Aufmerksamkeit findet statt und das finde ich natürlich ganz, ganz toll hier. Ja, wunderschön. Gut. Oh. Ah, jetzt wird der Umzug ein bisschen länger, ist auch schön. So. Sind wir wieder Leute. Ihr seht hier, es ist was. Kommen raus aus den Häusern und schauen zu. Ah, hier sieht es irgendwie aus, als wenn da eine Wirtschaft rechts dran wäre oder sowas ähnliches. Mal schauen. Ja, Wirtschaften sind eigentlich zu, aber vielleicht irgendwie so imbissmäßig, ne. Weiß jetzt nicht wirklich. So, ich glaube, nee. Wunderbar. Also ich finde hier die Polizei in Mutlangen ist wirklich ganz, ganz toll hier unterwegs. Ein dickes Lob, muss man sagen, hier, wie sie uns den Weg frei machen. So, jetzt sind wir gleich wieder auf der Hauptstraße. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen auf die Schnelle, ein bisschen wieder vor. Springen wir mal ein bisschen. Ah, jetzt geht's rechts rüber. So. Wunderbar. So. Gehen wir wieder zurück. So, wunderbar. Ah, jetzt schauen wir mal hier. Aber wir sind nicht zu schnell unterwegs, also wir werden nicht geblitzt.
Wir haben keine 55 km/h drauf. Also alles super nach Vorschrift. Genau, super gut. Wunderbar. So, hier steht ein Polizeiauto an der Seite dran. Alles grün. Alles grün. Im grünen Bereich hier. So, können wir mal schauen, wie die Benzinpreise hier sind. Ja, gut, jetzt drehen wir wieder um und dann muss ich wieder zur Wiederholung. Wunderschön. Leo. So, was ist das jetzt hier? Vor Kämmer, Zahnambulanz, Krankenhaus, Mutlangen oder was hier dran steht. Schauen Sie auch aus den Fenstern. So, jetzt geht es wieder links, wie es aussieht. Ist doch richtig schön, wenn uns der Weg geleitet wird. Wenn ich da überlege, was da in Schwäbisch Gmünd gewesen ist mit dem Autokorso vor, wann war das, vor circa 2 Monaten. Da war gar keine Polizei, die vorausgefahren ist und sonst was. War natürlich dann ein bisschen alles chaotisch. War vielleicht auch gewollt. Ja. Wunderschön. Die Autos. Alle verständnisvoll. So wie es sein sollte. So. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Ausgangsplatz. Genau, jetzt sind wir am Ausgangsplatz wieder angekommen. Und ja, hier war Stefan minus live. Stefan mit PH und live mit V. Ich habe hier gefilmt bei dem Schweigemarsch in Mutlangen am 3.12.2020. Man sieht sich.